Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ja, Demon's Souls. Das ist ein Angezockt, wo ich mich jetzt nicht so drauf gefreut habe. Nicht, weil es ein scheiß Spiel ist oder so, ganz im Gegenteil. Aber es ist scheiße schwer. Und ich habe damals schon komplett abgelost. Komplett. Also Entschuldigung, wenn das Mikrofon ein bisschen kacke ist, aber meins ist in der Reparatur. Und ich habe jetzt ein anderes dran und naja. Aber viele von euch haben halt gefragt, ob ich das mal antesten kann. Ob ich das zeigen kann. Ja. Machen wir das natürlich. Ja, ich lasse mal jetzt Standard drin. Sieht auch eigentlich alles okay aus. Untertitel Deutsch und an Untertitel Hintergrund ein. So. Ich gucke, habe nebenbei mal geguckt. Die Remastered-Version für PS4 gibt es jetzt gerade für 11 Euro. Und wir spielen halt Demon's Souls für PS5. Ne, das ist Dark Souls. Wie sage ich mit falscher? Achso, das wird ja nicht mehr angezeigt. War ja für PS3. Naja, okay. Die haben den Shop ja aktualisiert. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Also erwartet jetzt hier von mir kein hervorragendes Gameplay. Spielername. Oh, Odin natürlich. Jäger-Ritter, Soldat, Priester, ganz bestimmt nicht. Magier. Barbar, Dieb. Tempelritter.
Ich glaube, ich mach Dieb. Dieb. Schön schnell. Startgeschenk. Gott, der sieht ja aus. Aber wieso sind die denn so wenig? Ich hab doch einen Mann gemacht, warum sind dem so. Wieso sehen die meisten hier irgendwie aus wie Frauen? Wenn ich da beim Mann drin bin. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Definitiv. Wie viel sind 16? Feinheiten machen wir jetzt nicht. Schöne blaue Augen wie ich. Obwohl schwarz-blau kommt auch cool. Ach, wir nehmen mal schwarz-blau. Aber keine Elfenohren oder sowas? Alle zu zinken, kann man die nicht.
Auch nicht schlecht. Nimm das. Kiefer ist okay, Haare. Nö, wir lassen das. Ich finde das ganz cool. Und auch mit dem Rotton. So, was haben wir hier? Wir haben. Ach, wir können den Oberlippenbart so ja. Was ist denn hier los? What the fuck? Was haben wir denn hier noch? Einen kleinen. Och, ey, da könnten sich mal viele eine Scheibe von abschneiden. Aber wir lassen das so, das sieht am geilsten aus. Den Bart einfach mal dreigeteilt gemacht. Herrlich. Aber dann lassen wir auch das normale Dekor. Bisschen viel. Sieht aus wie ein bisschen wie der mit dem Mantel hier Spawn. Das erinnert mich ein bisschen an Aloy von Horizon. Auch schön. Ja, noch ein Mittel. Auch nicht schlecht. Oh nein. Ein Schmetterling, oh Gott. Naja, wir lassen das. Und Narben. Oh, unbedingt jetzt hier Narben. Ah, lass mal hier mal ein paar. Nee, wir machen. Da ist es. Einer von oben nach unten. So. So. Bin ich jetzt zufrieden mit ihm? Oh nein! Oh, ich habe mir die noch angepasst. Ich bin aufs Touchpad gekommen. Oh, der sah doch so gut aus. Der war doch. Genau, den nehmen wir.
So. Und dann gehen wir mal los. Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der XII. Seinem Königreich im Norden, Boletaria, beispiellosen Wohlstand. 17 Minuten alleine für dein Schenk, oder? Als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Vellafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Vellafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen. Jod, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver, der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Also, dann braucht ihr euch keine Hoffnung machen, Leute. Ich spiele doch nur für euch. Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Aber ich glaube, die Originalversion war ja von der PS3, soweit ich weiß. Ich habe sie damals mit... Doch, das muss PS3-Zeit gewesen sein. Ich habe die mit Onkel und so gespielt. Ich habe... Oh Gott, ich bin so... Ich hab so abgekackt. Wo wir angefangen haben. Das ist so viele Jahre her. Oh.
Grafik sieht geil aus. Auch mit dem Feuer hier, guckt euch das mal an. Hier. Das Wasser sieht schön aus. Halt. Versage schon am Anfang, oder was? Ach so, oh, bin ich bescheuert. Hä? Mach ich doch. Plus gedrückt halten und. Mach ich doch. Ach so, ich hab mir gedrückt.
Wechseln. Haben wir schon gemacht. Thank you.
Jetzt nicht errechnet. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen. Aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen? Dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch hier, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria. Oh je, wie ist das passiert? Hat Gott uns verlassen, weil König Erland ihm keinen Respekt gezollt hat? Oh, Umbasa.
Die sind alle versiegelt. Kamt ihr wegen der Dämonen? Ah, ist einerlei. Wir sind hier willkommen. Solange wir nur weiterhin die Dämonen töten. Seid ihr neu hier? Kann ich euch zu Diensten sein? Ich bin Baldwin. Nur ein gewöhnlicher Schmied. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Zum Tausch gebe ich euch Waffen oder verstärke die, die ihr schon habt. Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten und mit meinen Waffen werdet ihr länger leben. Ein guter Tausch, oder? Tausend Seelen? Och nö. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Ach, jetzt geht's. Ich musste erstmal meine Waffe reparieren, okay. Das ist die Brücke. Daran kann ich mich noch erinnern.
Oh, scheiße. Gut, bin gestorben. Fängt ja schon toll an. Ja, wir sind wieder beim Schwert. Wir können die ganze Scheiße jetzt von vorne machen, weil wir gestorben sind. Das macht das halt auch so schwer, weil man hat halt nur vereinzelt Speicherpunkte. Und man kommt halt nur, muss halt so lange spielen, bis man zum Speicherpunkt kommt. Wenn man vorher stirbt, fängt man halt vorne wieder an. Ah!
Schlange! Das macht eigentlich gar nicht so einen schweren Eindruck, wenn er zu kurz bestimmt. Aber wie gesagt, wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Und die Endbosse, die haben es dann halt auch nochmal in sich. Ich bin schon wieder tot. Ich habe jetzt nicht auf meine Gesundheit geachtet. Fuck. Und weil wir noch nicht bis zum Safe-Punkt gekommen sind, also genau vorne wieder. Oh Gott. Die Grafik sieht wirklich genial aus. Sieht wirklich Hammer aus. Und mit dem sieht halt das Feuer und den Nebel. Aber ich bin einfach zu schlecht dafür. Dann stellen wir uns mal hier nochmal hin, nochmal gucken. Also Leute, ich würde dann hier auch abbrechen. Ist echt ein geiles Spiel und ich weiß, ganz viele von euch schwärmen davon und lieben dieses Spiel. Also die komplette Reihe und die Spiele, die auf Demon's Souls beruhen und sowas alles. Aber für mich einfach zu schwer. Gebe ich auch ehrlich zu. Ich, ja, auch mit Deckung und so. Ich bin nicht so der Deckungstyp. Ich bin da eher haut drauf und mitten drin und das nicht gesehen. Und dafür ist es nichts. Ich habe es auch nur für euch gemacht. Aber also, wie ihr seht, Grafik toll, Ton toll. Ist echt ein tolles Spiel. Ist nicht umsonst in den Trends immer wieder gewesen. Und die Schwere macht ja auch seinen Reiz aus. Aber für mich einfach zu schwer. Und man hört die Schreie der Menschen im Hintergrund. Hört ihr das? Geil. Ja, das ist schon geil. Aber einfach für mich zu schwer. So, dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ist nun angezockt. Es ist Hund. Es ist echt brutal schwer. Und es wird noch schwerer. Wir sind ja gerade am Anfang. Also überlegt euch, ob ihr das versuchen wollt. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Ach, haltet mich mal in den Kommentaren auf dem Laufenden. Wer das von euch schon gespielt hat. Also nicht nur das Neue, auch das Alte und wer es auch wirklich durchgespielt hat. Ja, ich bin da mal weg. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.